Sie haben den Kollegen Dürr massiv angegriffen. Er fordere die Union zum Vertragsbruch auf. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass die Union am Wochenende den Vertragsbruch beschlossen hat. Denn sie hat beschlossen, dass bis zum Jahre 2021 der Solidaritätszuschlag vollständig abgebaut werden soll. Also werfen Sie nicht Herrn Dürr etwas vor, was Sie eigentlich Ihrem Koalitionspartner vorwerfen müssten, dass die nicht mehr vertragstreu seien auf Ihrem Parteitag. Die zweite Anmerkung. Ich habe ja nun zur Kenntnis genommen, wie schnell die SPD dabei ist, ihre Vorsitzenden auszuwechseln. Aber ich kann mich erinnern, dass im August 2017 ihr damaliger Spitzenkandidat Martin Schulz öffentlich erklärt hat, dass die SPD bis zum Jahre 2021 den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen werde. Nun kann man sich fragen, führt der Austausch von Vorsitzenden dazu, dass man sich auf Aussagen der SPD nicht mehr verlassen kann? Stehen Sie nicht mehr dazu? Oder war es eine Wählertäuschung im Jahre 2017, mit der Sie in die Wählermacht gegangen sind? Dazu müssen Sie sich vielleicht aufhalten.